Seit heute Morgen 8.30 Uhr wird hier in Dreilinden gemeinsam abgefertigt. Ein DDR-Zöllner aus Trebitz verblombt zusammen mit einem Kollegen des Westberliner Zolls einen LKW. Zustande gekommen ist diese deutsch-deutsche Zusammenarbeit beim Zoll durch einen Beschluss der Transitkommission im April dieses Jahres. Dadurch soll die Güterkontrolle im Transitverkehr zwischen dem Bundesgebiet und West-Berlin wesentlich erleichtert werden. Ost- und Westzoll verblomben aber nicht nur gemeinsam, zusammen kontrollieren sie auch die Warenbegleitpapiere. Für den Lkw-Fahrer ist damit die gesamte Zollkontrolle gelaufen. In Drewitz braucht er nur noch seinen Ausweis zu zeigen, schon geht's weiter. Eine Neuerung, über die sich die Promifahrer verständlicherweise besonders freuen. Meistens ist zwei Stunden an der Grenze schon. Jetzt ist es bedeutend leichter. Auch für die DDR-Zöllner bringt die Zusammenarbeit Erleichterungen, denn in der Vergangenheit mussten sie rund 40 Überprüfungshandlungen vornehmen. Zum Beispiel angefangen von der Beschau des Unterbaus, ob dort eine Unterflurklappe dran ist, Überprüfung der Verschlüsse, der Längsriemen, der Verschlussleine, ja, ob sie gestickelt ist, ob sie in einem ist. Also das waren schon allerhand Überprüfungshandlungen, die also ihre Zeit durch schon dauerten. Da mussten wir hochklettern mit der Leiter und oben gucken, ob Risse in der Plane sind. Ja. So peinlich genau wird hier jetzt nicht mehr kontrolliert. Außerdem geht's gemeinsam eh schneller. Diese Ost-West-Zusammenarbeit beim Zoll ist allerdings nur ein Pilotprojekt. Wir haben also hier das erste Pilotprojekt, was eigentlich eine wesentliche Erleichterung für den Transitverkehr, für den Güterverkehr bringt. Es kann natürlich sein, dass Sie recht bekommen, dass Sie uns die Ereignisse überrollen, die politischen Ereignisse, und dass es tatsächlich am 2. Juli schon zu Ende sein wird. Denn ab 2. Juli fallen die Kontrollen an den innerdeutschen Grenzen ja weg. Dennoch setzt man beim Zoll auf Zusammenarbeit. Schon jetzt gibt es einen regen Austausch auf allen Gebieten. So informieren sich zum Beispiel DDR-Zöllner in Schulungskursen bei ihren Westkollegen über bundesdeutsche Zollrichtlinien. Und noch was, ab 2. Juni brauchen Ausländer, die Waren ausführen und eine Bescheinigung für die Erstattung der Mehrwertsteuer benötigen, hier in Dreilinden nicht mehr Schlange stehen. Die Ausfuhrbestätigung stellen dann die DDR-Zöllner an den Außengrenzen nach Polen und zur CSFR aus. Im Zollamt Kurfürst in der Lietzenburger Straße wird die Zusammenarbeit bereits jetzt praktiziert. Seit gut einer Woche hat das Hauptzollamt der DDR hier eine Außenstelle eingerichtet. Tabakfirmen aus dem Bundesgebiet und der DDR bestellen hier ihre Steuerbanderolen für Zigaretten, die in der DDR in den Handel kommen sollen. Bedruckt werden die Banderolen von der Bundeszuckerei. Statt des Bundesadlers haben sie in der Mitte allerdings den Aufdruck DDR.